Sodele, hallo. Jo, was haben wir heute? Wir haben den 13.07. 13.07, das ist die ganze Geschichte, also die 1.3.7, das versteht sich ganz gut, das verstärkt sich auch in Sachen Aktivität, also Willensdrang oder einfach Tat, Tatendrang, Tatkraft, Vitalität, Dynamik. Also es ist, also heute kannst du Nägel mit Köpfen machen, kannst du Bäume ausreißen, kannst du so richtig in die Vollen. Also heute, ich würde den heutigen Tag, also da würde ich die Dinge anpacken und einfach zu versuchen, vorzukommen, dies und das weiterzuentwickeln und aber auch zum Beispiel umzusetzen. Also eine optimale Geschichte in Sachen einfach ja, mit der Arbeit vieles zu erreichen. Also das ist ein typischer Arbeitstag heute. Und im Gespräch, ja, mit der 20, da kann es ganz interessant sein, ja, über Bewusstseinsfragen dich auszutauschen oder über soziale Angelegenheiten, so grundsätzlich über vielseitige, vielschichtige Themen. Es kann auch zu Überraschungen zum Beispiel im Gespräch kommen. Menschen, die an einem 13.07. geboren sind, ja, das sind geborene Machertypen, beziehungsweise sie haben eben viel Potenzial, also sozusagen jeden Laden schmeißen zu können, also mit der motorischen, aktivierenden 13 und mit der vitalen, machtvollen, einflussreichen, wirkstarken 7 zusammen, also da kann einiges gehen, das ist eine ehrgeizige Geschichte, da kann auch viel Erfolg dabei sein im Leben, wichtig für solche Menschen, dass sie ihr eigener Chef sind, dass sie selbst über ihr Leben bestimmen können, dass sie eben ein eigenes Geschäft betreiben, also da selbstständig sind oder eben einen Betrieb führen, ob das jetzt ein Handwerksbetrieb ist oder ob das ein Entwicklungsbetrieb ist für irgendwelche Entwicklungen, Programme oder Produkte oder sonst was, einfach die Eigenständigkeit, die Selbstständigkeit, ja, das kann doch sehr wichtig sein hier. Ja, Sie können zum Beispiel eine Verbindung haben mit Menschen, die wie Sie dort die 20 haben, zum Beispiel 18.02. oder alle, die an einem 20. geboren sind, ja mal, und oder auf die Tageszahl bezogen, zum Beispiel, ja, zum Beispiel, warte jetzt mal, was hatten wir, Entschuldigung, wo waren wir jetzt stecken geblieben? Jetzt muss ich gerade überlegen. 13. Entschuldigung, jetzt bin ich gerade. Ja, manchmal geht das weg, ja, der zerstreute Professor. Gell? Das ist eine typische Komponente oder Angelegenheit da für mich, da, wenn man dann plötzlich viele Gedanken im Kopf hat. Also, wir waren ja beim 13.07. Also, alles, was auf die 13 zu tun hat, ja, mit der 13 zu tun hat, gibt es natürlich auch Verbindungen. Also 12.01. oder 11.02. oder 10.03. und so weiter. Okay, ja, es ist ja, du siehst, es ist eine spontane, natürliche Sache, ich schneide auch nichts raus und so soll es einfach ganz normal rüberkommen, genau. Und so kann ich mich auch mal verquatschen. Oder mal nicht mehr wissen, wo ich stehe, oder sonst hier etwas geschehen. Also, ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und falls du magst, dann sehen wir uns, also sehen in Anführungs- und Schlusszeichen, sehen wir uns wieder morgen. Tschüss.